Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum aktuellsten CSGO Overwatch auf das 2. Das ist jetzt sogar das dritte, das ich aufnehme. Die anderen zwei konnte ich direkt wieder verwerfen, weil ich einfach Pisspantoffeln hatte, wie es sich freut. Ja, weil ich einfach Pisspantoffeln hatte, die beide Male am Spawn standen eigentlich, fast die ganze Zeit mit ihrem Team Aimbot anhatten. Die sind am Spawn gestanden, haben gewartet, dass das Gegnerteam kommt, legt die Bombe, kommen bei ihnen vorbei beim City Spawn, auf Cash war das und sie werden einfach direkt weggeklatscht. Das andere war auch auf das 2. Einfach nur mit AFK dann. Jetzt haben wir endlich mal eins, wo was bewegt wird, wo ein bisschen gelaufen wird. Heidenei. Der Headshot war eben auch ziemlich sick, aber gut, Deagle halt, Deagle. Da will ich nicht viel sagen. Wir gucken mal, was so passiert. Ich bin froh, dass er jetzt auf jeden Fall umherläuft. Und ja, ich kann bereits ziemlich flott erkennen, dass es auf jeden Fall ein Männchen ist, ein Männlein. Wir müssen noch genau gucken, was für ein Mensch es genau ist. Aber ja... da rechts steht einer ziemlich offen. Es scheint so, als wenn er ihn sehen würde. Er macht es ein bisschen langsam. Wobei er damit jetzt irgendwie nicht gerechnet hat. Und das hätte er eigentlich tun sollen, wenn er einen Warlock hätte. Aber vielleicht ist es auch nur Taktik. Er zuckelt so ganz leicht beim Schießen. Meint er nicht auch? Das ist recht so steady, aber dann auf dem Körper selbst so nach oben. Aber wir wollen nicht sagen, gerade letztens im Fear-Game, im High-Fear-Game, habe ich ja zugeschaut. Ich glaube Barrel und G-Force. Und da sind manchmal auch genau diese Bewegungen dabei. Also wirklich diese extrem unnatürlichen, smooth auf den Körper, völlig normal. Und dann zack, hoch auf den Kopf. Dass man denkt, was ist da los? Aber ja, das ist... Habe ich ja selbst bei mir ab und an, wenn ich dann die Dinger schneide. Wobei ich jetzt schon länger kein Matchmaking mehr gemacht habe. Jetzt habe ich ja endlich wieder Zeit, Semesterferien und so. Aber ja, da merkt man das ab und an, dass es dann da doch echt merkwürdig rumgeht. Er ist wieder sehr vorsichtig, steht aber auch direkt von Anfang an unter Beschuss. Also das passt. Wenn er jetzt durch den Smoke einen Kill macht, aber der kündigt sich auch an wie so ein Dödel, der Kerl. Only Headshots. Ich sehe gerade nicht so gut für dich, mein Freund. Wie er da stehen bleibt. Fuck, ist es vielleicht zu offensichtlich? Stelle ich ihn noch etwas weiter runter? Stelle ich vielleicht jetzt mal für die nächste Runde so ein Offset ein oder so? Naja. Ja, Semesterferien sind am Start. Eigentlich ist heute so der erste richtige Semesterferientag. Ich habe ja letzte Woche Freitag schon meinen ersten freien Tag gehabt. Aber das Wochenende zählt bei mir eigentlich nicht als frei. Ich weiß, das finden viele immer merkwürdig. Das ist auch der Grund, warum ich Wochenends nicht streame, weil da immer die ganzen Aktionen stattfinden. Mit Freundinnen, Familie, Freunde, Bekannten und so weiter und so fort. Da sind wir meistens, manchmal das ganze Wochenende nicht zu Hause. So war es eben dieses Wochenende eigentlich auch, dass ich gar nicht da war. Deswegen ist auch ziemlich viel liegen geblieben. Ihr habt sicherlich gemerkt, es wurden keine Kommentare beantwortet und so weiter und so fort. Der ganze Apparat, Verwaltungsapparat ist stehen geblieben. Ich habe keine Skins rausgehauen. Ich habe keine Zeit gehabt, für die Gelder die Spenden einzutragen, die Bubble Dollar nachzutragen. Wie gesagt, die Skins rauszuhauen, beziehungsweise Gewinner festzustellen und so weiter und so fort. Das ist alles jetzt erst passiert. Kommentare nicht beantwortet, sei es auf YouTube, Twitter, Instagram. Ich habe nichts gemacht, weil ich nicht da war. Also ich konnte nichts machen. Ich war froh, dass am Samstag ein Video kam. Das Lass liegen wäre eigentlich jetzt dann diese Woche erst gekommen. Aber ich habe dann festgestellt im letzten Moment, dass ich für Samstag nichts habe. Und habe dann, es hing nur noch an der Thumbnail. Ich wollte eigentlich eine etwas schönere, bessere, coolere machen. Aber habe dann halt schnell was hingedödelt. Aber ich glaube, es ist ganz gut geworden. Vor allem für YouTube passt es, weil es ja ein kleines Bild ist. Da sieht man mögliche Fehler nicht so sehr. Aber es war eigentlich was anderes geplant. Egal, passt. Es hat auf jeden Fall so gepasst. Die Thumbnail ist jetzt nicht das Wichtigste. Beziehungsweise, damit man aufs Video kommt, schon irgendwie. Aber dann seht ihr nur noch das Video und die Musik. Und da, es hat euch ja sehr gut gefallen, was mich auch sehr gefreut hat auf jeden Fall. Ich muss es noch auf dem Fates teilen. Ich habe so ein paar wenige Leute, die mich überwiegend wegen meiner Musik oder die mich über die Musik kennengelernt haben. Und ich glaube, die haben keine YouTube-Accounts. Die gucken sowas dann auch nur über... Man hört sie, man hat sie eben steppen gehört. Aber trotzdem war er doch ganz gut drauf. Naja, die gucken das dann nur, wenn sie es mitbekommen halt, ne, über Facebook und so weiter. Da muss ich nochmal die Werbetrommel trommeln, dass ihr da Bescheid weiß. Nun ja, also ihr habt es vielleicht gemerkt, es ist so ein Rocker-Biker-Kerl. So ein Hells Angel ist das. Das ist so ein Hells Angel. Ein ziemlich gewichtiger Kerl, beziehungsweise muskulöser Kerl, also groß. Ich kann mich echt nur sehr schwer bei ihm jetzt hier festlegen. Manche Sachen wirken wie...
wirken wie Wallhack. Andere Sachen wirken wie Aim-Unterstützung, aber... spielt er auch stabil. Das Crosshair-Placement ist hier, wie gesagt, des Öfteren codebehaftet. Aber wir haben ja schon festgestellt, dass das bei jedem Mal so ist. Ne? Wenn man unkonzentriert ist, beziehungsweise in Stellen ist, wo man überhaupt nicht mit Gegnern rechnet, was übrigens auch ein guter Indikator für einen Wallhack ist oder nicht, dann guckt man eben eher mal auf den Boden und nicht direkt auf Kopfhöhe. Aber das ist schon echt haarig, oder? Wie tief er da jetzt hinguckt? Nein, wir gucken mal. Da hinten steht jemand. Er weiß irgendwie von ihnen. Also auf Long war es auch schon so, dass er so eine gewisse Vorahnung hat. Er achtet zwar sehr drauf, dass er nur dann oder erst dann schießt, wenn er sie wirklich sieht. Aber diese Vorahnung, die sieht man halt. Wobei dieser jemand ja auch eben geschossen hat wiederum. Es ist ein... Oh, er wird da angefackelt von seinem Mate. Es ist irgendwie gar nicht mal so einfach. Manche Sachen sehen einfach aus, aber über die Jahre der Erfahrung merkt man dann eben doch, dass es nicht immer so einfach ist, wie man denkt. Beziehungsweise, dass es für einen Laien vielleicht so aussieht. Ja, ganz klar. Der hat nicht an oder ganz klar, der hat an. Aber es gibt doch diverse wichtige Dinge. Was machst du jetzt mit ihm da hinten? Es ist echt komisch gezuckelt. Es ist echt merkwürdig gezuckelt. Aber ich bin mir noch zu unsicher. Auf. Wow. Was aber auch vollkommen in Ordnung war, mit der Deagle da rein zu dödeln. Huh, das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Die Deagle Shots, der anfängliche Deagle Shot da auf A-Long und jetzt auch gerade eben der, das waren machbare Shots, aber die davor, die gerade die er verschossen hat, das sah manchmal gelockt aus. Naja, dann so an die Wand geschossen und hat dann, naja. Aber sowas ist auch irgendwie machbar. Also, Griefing, er hat nicht gegrieft und er hat auch, glaube ich, nicht... hat er gebunnyhoppt? Ach, ich habe wie immer nicht drauf geachtet. Verschissene Kacke nochmal. Aber ich nehme jetzt dieses Overwatch auf jeden Fall. Das war wenigstens ein gescheiter Fall. Deswegen muss ich mich jetzt ganz genau reindenken. Ich könnte natürlich jetzt... Wie sieht's denn aus? Na, sonst heißt, ich habe es gestreckt. Ich könnte jetzt hier einfach das wegdrücken und mir es nochmal angucken. Ich bin mir echt unsicher, aber auf der anderen Seite ist dieses Nicht-Zurückspulen ja auch dafür gedacht, da habe ich letztens mit euch drüber gehabt, dass man eben nicht sich an irgendwas aufhängt, an Dingen, die komisch aussahen und sich das dann ganz oft angucken und sagt, ja, das war's, aber dabei spielt er eigentlich sonst normal. Es ist echt schwierig. Ich versuche jetzt gerade die ganzen Shots im Kopf durchzugehen. Was war da? Manche Sachen sahen merkwürdig aus, aber da bin ich mir eh zu unsicher. Und bei Vision bin ich eigentlich auch zu unsicher. Also, möglicherweise hatte er Vision Assist, aber das hat er echt gut geheilt. Gerade in den Smoke-Aktionen sind Leute, die mit weniger Erfahrung cheaten, halt so, dass sie dann eher mal reinballern. Aber da hat er meist noch gewartet und dann noch nicht mal direkt den Headshot gedrückt. Er war auch nicht direkt drauf auf dem Model, sondern ist dann eher draufgezogen. Und am Anfang war er auch ziemlich erschreckt von dem einen, der von rechts um die Ecke kam. Ich denke, da gibt es jetzt einiges auf die Löffel von euch, aber man kann nicht immer perfekt liegen. Gerade letztens war wieder die XP, der XP-Bonus am Start, aber wir hatten auch ziemlich eindeutige Fälle die letzten paar Male. Vielleicht liegt es einfach an der Uhrzeit. Es ist gerade kurz nach 7, also ich bin sehr müde noch und von daher... verzeiht mir, falls ich jetzt einen Fehler gemacht habe. Es gibt natürlich noch eine Kleinigkeit, und zwar gibt es jetzt noch ein Graffiti direkt hinterher geklöppelt. Weil ich noch so viel habe. Ich habe jetzt, ich glaube von den 20 Gewinnern, die gezogen wurden, haben sich direkt, also wirklich Stunden später, freitags schon, irgendwie 14 oder 15 gemeldet, was mich sehr gefreut hat. Da merkt man einfach, dass vor allem aktive Leute gewonnen haben, dass die Community schön aktiv ist. Einige haben natürlich überhaupt keine Chance gehabt. Die schreiben unter das Video, wie gern sie ein Graffiti hätten. Und im Video sage ich, ja, ihr müsst nicht abonnieren, ihr müsst gar nichts. Ihr sollt einfach nur diese 14 Tage aktiv sein auf dem Kanal, ne? Schön kommentieren und sowas. Und die haben halt nur da kommentiert und sonst nirgends. Also das waren typische Geier, die haben natürlich gar keine Chance gehabt zu gewinnen. Aber ja, ich denke, bei der Pickung merkt man jetzt, ich glaube, 16 oder 17 sind jetzt mittlerweile raus, Graffitis. Da traf es doch die richtige. Aber heute gibt es auch noch eins. Schreibt einfach in euren Kommentar noch zusätzlich zu eurem bereits geschriebenen Kommentar, was ihr denn heute Abend wohl so essen werdet zum Abendessen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.